Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt's Pokémon Go News. Es wird neue Raid-Bosse, eine neue Spezialforschung mit Victini geben und vieles mehr. Und die Rampenlichtstunden auch. Eine News-Folge habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Gibt's heute wieder mal. So, also kommen wir zum ersten Mal zu dem, nicht zu dem interessantesten, sondern zu dem, zu den Raid-Bossen. Sagen wir es mal so. Ich sage es einfach so, wie es ist. Kommen wir zu den Raid-Bossen. Nach Heatran wird vom 11. September bis zum 19. September, glaube ich, Cresselia in Raid-Kämpfen auftauchen. Vielleicht nicht so interessant, weil es jetzt das Cresselia eh vor kurzem in, nicht in Raid, sondern in der Forschung gab. Nur einmal, aber okay. Von Freitag, vom 19. September bis zum 26. September wird es Arktos in Raid-Kämpfen geben. Natürlich in Stufe 5 Raids. Von Freitag, den 26. September bis zum 3. September wird es Zapdos in Raid-Kämpfen geben. Das Lavados haben sie irgendwo verloren. Keine Ahnung. Gibt es einfach nicht. Ist nirgendwo aufgelistet. Dann die Rampenlichtstunden. Und ja, keine Sorge, es wird zu den Pokémon noch einzelne Raid Guides geben. Pokémon Rampenlichtstunden. Vom Dienstag, 1. September, war Evoli. Mit doppel so viele P, okay. Dienstag, 8. September, Hunduster mit doppel so vielen Bonbons fürs Fangen. Dann der Dienstag, 15. September, gibt es Tentakel im Rampenlicht. Und es gibt doppelt so viele Bonbons fürs Verschicken. Dann am Dienstag, dem 22. September, steht Habitag im Rampenlicht. Halt, und man verdient doppelt so viele P fürs Entwickeln für die Pokémon. Tentakel gibt es in Shiny. Hunduster gibt es in Shiny. Und Evoli gibt es in Shiny. Habitag gibt es noch nicht in Shiny. Aber ich glaube, das ist nur eine Spekulation und Vermutung von mir, dass Habitag als Shiny eingeführt wird. Und zwar in der Go Battle Night. Da wird es halt 5 Stunden 100 Kämpfe geben. In der Nacht. Sehr schlau, Niantic. Die bedenken aber nicht mit, dass solche Schüler wie ich zum Beispiel da nicht mitspielen können. Okay. Also, und da wird es auch den Flying Cup geben. Dann, am Dienstag, den 29. September, wird es Eneko im Rampenlicht geben. Und wir bekommen doppelt so viel Sternstaub für das Fangen von Pokémon, aber nur für die Stunde. Ja, und diese Go Battle Night findet am 24. September statt. Dann wird's, wie gesagt, es wird eine Forschung geben. Es gab hier Victini beim Go-Fest. Und der Victini ist ja nicht nur für Ticketbesitzer. Also wird die Forschung für Victini, für alle anderen, jetzt auch verfügbar sein. Am Ende September, glaube ich, ja, wird das Ganze halt für alle verfügbar sein. Ja, okay, ist für mich vielleicht sehr interessant, weil ich habe schon alle möglichen Forschungen und Quests und so abgeschlossen. Weil ich einfach jetzt vor kurzem noch irgendwie alles zu Meltern oder Meltern Go fertig gemacht habe. Und jetzt habe ich einfach nichts zu tun. Die Mega-Spezialforschung habe ich auch schon abgeschlossen. Also. Und dann, ich finde es schade. Jesse und James verschwinden am 30. September. Ich habe sie auch schon in letzter Zeit fast überhaupt nicht mehr gesehen. Weil die sind gar nicht mal so häufig, aber man kriegt einfach direkt 2 Rüpel. Und die Krypto-Pokémon können shiny sein. Plus, ich habe ein 100er Smogon vom James erhalten. Also, ja. Wenn man Krypto-Pokémon mag, schlecht. Wenn man Krypto-Pokémon über alles hasst, dann, ja, dann ist es vielleicht gut. Also, dieses kurze Information. Oh. Ich habe gerade mit dem Fuß voll gegen meinen PC getreten. Keine Ahnung, warum. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Pokémon Go-Video. Tschüss!